Kommen wir zum nächsten Thema im Rahmen unserer Produktionswirtschaft, nämlich zu den Produktionsverfahren. Hier finden wir den zweiten wichtigen strukturellen Einstieg. Wir haben gesehen, der erste strukturelle Einstieg war einfach die zeitliche Entwicklung der Produktionswirtschaft, angefangen mit dem Stecknadelbeispiel, dann die Fließfertigung und heute die modernen Ansätze. Das erste, was einem einfallen könnte. Und das zweite sind die beiden wesentlichen Produktionsverfahren. Sie sehen hier eine Dreiteilung, in Wirklichkeit ist es mehr oder weniger eine Zweiteilung, denn das dritte ist so eine Mischung aus beiden, nämlich Fließfertigung und Werkstattfertigung. Das sind die beiden wesentlichen Produktionsverfahren. Und das dritte sind neuere Fertigungssysteme. Das ist so ein bisschen, ja, so eine Mixtur aus diesen beiden Grundgedanken mit ein bisschen technischen Hilfsmitteln noch, neuere Fertigungssysteme. Wesentlich zunächst mal für den Einstieg, dass wir uns merken, es gibt die Fließfertigung und die Werkstattfertigung. Das ist die Grundstruktur. Der Rest sind Spielarten, neuere Ausgestaltungen mit technischen Möglichkeiten. Im Rahmen der Werkstattfertigung haben wir ein Problem, das wir im Rahmen der Fließfertigung nicht haben, nämlich das Spezialproblem der Ablaufplanung. Ja, bei der Fließfertigung haben wir das nicht, denn die Fließfertigung ist die Ablaufplanung. Da bauen wir das Fließband so, wie der Ablauf ist. Genau das tun wir bei der Werkstattfertigung ja nicht. Da ist die Frage, in welcher Reihenfolge durchläuft das Produkt die verschiedenen Maschinen, die es zu seiner Bearbeitung braucht. Und hier haben wir ein Hilfsmittel und eine neuere technische Entwicklung, vor allem EDV-technische Entwicklung, PPS-Systeme. PPS-Systeme, Produktionsplanungs- und Steuerungssysteme. Das heißt, man hat auch hier den Computer entdeckt als Hilfsmittel. Und der Computer soll uns hier helfen, eine Ablaufplanung zu optimieren. Fließfertigung und Werkstattfertigung, die beiden wesentlichen Elemente. Dann haben wir noch die neueren Fertigungssysteme. Das ist die Inselfertigung. Wenn man diese Inseln jetzt sternförmig um das Hauptmodul anordnet, also da in der Mitte ist der Motorblock und drumherum sind die Inseln angeordnet, da nennt man das Sternfertigung. Ja, also Inselfertigung, Sternfertigung. Sternfertigung ist nichts anderes als eine bestimmte Anordnung der Inseln. Dann flexible Fertigungszelle. Und das flexible Fertigungssystem. Was das ist, schauen wir uns noch separat genauer an. Das hat damit zu tun, dass so eine flexible Fertigungszelle sehr schnell umstellen kann. Von Fräsen auf Bohren oder von Bohren auf Schleifen zum Beispiel. Und ein System bedeutet, dass wir mehrere solche Zellen hintereinander schalten. So, das so als ein flexibles Fertigungssystem. Ein flexibles Fertigungssystem. Hallo, Marius Ebert hier. Meine Videocoachings ersetzen komplett Präsenzseminare und Fernlehrgänge. Wenn Sie einen IHK-Abschluss machen möchten, brauchen Sie kein Präsenzseminar und Sie brauchen schon gar keinen Fernlehrgang. Meine Videocoachings mit dem gesamten kompletten Begleitmaterial, dem Hörbuch und der persönlichen Betreuung ersetzen das Präsenzseminar und ersetzen den Fernlehrgang. Wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.